und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 7 Tage, 7 Köpfe, der Sendung, bei der selbst Joachim Lambi manchmal lachen muss. Ja, es war die Woche der großen Comebacks. Felix Magath ist zurück in der Bundesliga, Jenny Elvers zurück im Glück und er ist zurück bei 7 Tage, 7 Köpfe. Herzlich willkommen, Jochen Busse. Guten Abend. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art. Das letzte Mal, dass du das gesagt hast, war vor über 16 Jahren. Ja. Überleg mal, 2005. Die jüngeren Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen. 2005, da gab es kein Instagram, kein iPhone. Gut, für dich hat sich jetzt nichts geändert, Jochen. Aber wie ist es dir seitdem ergangen? Eigentlich durchgehend gut. Also jedenfalls meinem Gefühl nach. Ich habe nur eins festgestellt, ich bin älter geworden. Also ich rede neuerdings auch mit mir. Ich habe immer, wenn ich auf die Straße gegangen bin, irgendeinen weißen Knopf ins Ohr gedrückt, damit die Leute glauben, ich telefoniere. Ich habe auch ganze Sätze zu mir gesagt, also die ich am öftesten in meinen 4 Wänden zu mir sage, ist, ach, da ist es ja. Oh, da ist er ja, der große Jochen Busse. Das wird ein schöner Abend. Wir 7 Tage, 7 Köpfe verstehen uns natürlich auch als Verbrauchersendung. Und mit Blick auf die aktuellen Spritpreise, tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie, wann immer es geht, Ihr Auto stehen. Es gibt deutlich günstigere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen, wie Fahrradfahren, Reiten. Oder wenn es weiter weg ist, können Sie sich auch immer noch als DHL-Paket verschicken lassen. Okay, da muss man schon mal die erste Nacht vielleicht beim Nachbarn verbringen, aber es ist deutlich günstiger. Schade, ne? Mein erstes Auto, boah, das war ein 1er Golf. Da konntest du sogar Fernet Branca reinschütten. Aber wir fahren ja bald gar nicht mehr. Was haltet ihr eigentlich vom autofreien Sonntag? Autofreier Sonntag, da frage ich mich, gibt es auch Leute, die am besten gar nicht mehr Auto fahren sollten? Also nicht nur Sonntag, sondern nie mehr. Gibt es da welche? Was würden wir denken, wer soll am besten nie mehr? Robert, was sagst du dazu? Frauen können nicht Auto fahren, definitiv nicht. Ende aus, Nikolaus. Ah, schön, das Klischee, Frauen fahren schlecht Auto. Danke. Gut, kann sein, dass es stimmt. Stimmt vielleicht, weiß man nicht. Fährt noch jemand schlechter Auto als Frauen? Holländer. Zum Beispiel? Ich kann es gar nicht. Du kannst gar nicht Auto fahren? Nein, das Tolle ist, ich habe auch vor 5 Jahren aufgehört, das zu versuchen. Aber guck mal, so alte Männer mit Hut. Kennt ihr die alten Männer mit Hut, die Auto fahren? Ja. Dann fahren die komplett mit 30, durch die ganze Stadt mit 30. Ja? Und hinten auf der Ablage ist so eine umwickelte Toilettenrolle. So eine gehäkelte, wo man sich fragt, was wollen die, in den Busch kacken oder was? Aber ich frage mich, die fahren mit 30 durch die Stadt und in der Kurve, kennt ihr das, dann halten die dann komplett an. Die bleiben vor der Kurve stehen, weil die glauben, die Schwerkraft der Erde trägt sie eventuell um die Ecke. Ja, da raste ich komplett aus. Da würde ich denen am liebsten die Klorolle anzünden oder den ganzen Wagen rosa lackieren. Guck mal, Robert, wir haben gesagt, Frauen fahren schlecht Auto. Ja. Holländer fahren noch schlechter. Und noch schlechter fahren alte Männer mit Hut Auto. Ja. Überleg mal kurz scharf, wer von uns beiden wird denn mal ein alter Mann mit Hut? Ja, hat recht. Ich meine, ich fahre jetzt scheiße Auto. Wenn ich damit fertig bin, fängst du vielleicht gerade damit an. Muss man ja mal da ja. Ja, ich meine, die hohen Benzinpreise, die sind ja auch vor allem für uns Türken sehr hart. Ne? Wallah. Die verreckt da vorne schon. Nee, wirklich. Das Auto ist ja für uns so das zweite Wohnzimmer. Also Hassan, der würde jetzt sagen... Ja, danke, feiert mich, wallah. Ich würde sagen, mit Freundin Auto ist sogar zweites Schlafzimmer. Verstanden? Egal. Zu spät geklatscht. Nee, früher, da habe ich mir Benzin sogar unter der Achsel gesprüht. Wirklich, weil männlich riecht. Ne, Martin, kennst du nicht. Ja. Jetzt noch. Aber jetzt pass auf, heute gebe ich mir Aftershave in den Tank, weil ich es billiger. Ja, probier mal aus. Die Frau auf jeden Fall. Ja. Und jetzt pass auf. Aber jetzt, letztens habe ich gelesen, dass man Geld sparen kann, wenn man mit Bus fährt. Also habe ich mir Bus gekauft. Ja. Ich notiere das gerade mal. Ja. Aber. So, es geht jetzt nicht weiter das mit diesem ganzen Benzin. Voila, deshalb habe ich Protest-Rap geschrieben. Ein Rap, Achtung, aus meinem Repertoire. Geht so. Ich brauche keine Musik. Ich mache Unplugged. Benzin 2,30 €, ey, das ist total krank.
3 Burnouts an der Ampel und ich bin wieder plank, reimt sich. Auch Strom und Gas und Gras kostet immer mehr Asche. Wenn ich Heizung aufstelle, hab ich Loch in der Tasche. Aldi hockt auf Speiseöl, ich weiß nicht, was das soll. Und bei Murat, ist der Döner nur noch halb so voll. Ich weiß aber, wer schuld ist an der Preisexplosion. Ich sag's euch jetzt. Aufpasse, Frau. Ich sag's euch jetzt, der Hurensohn heißt Inflation. Ich schwöre, wenn ich dich in den Finger kriege, mach ich das Blatt. Lindner, Christian Lindner, ich mein dich, sei jetzt Ehrenmann und gib uns Rabatt, Wallah. Aber sag mal, habt ihr das mitbekommen? In Hamburg gab es ein Autokorso gegen zu hohe Benzinpreise. Ja, das kann man einfach mal stehen lassen. Es gab ein Autokorso gegen zu hohe Benzinpreise. Muss man sich mal vorstellen. Da sind also wirklich von 19:30 Uhr bis 2:15 Uhr nachts 500 Autos rumgetuckert. Und das ist natürlich ähnlich logisch, wie eine Tortenschlacht gegen Lebensmittelverschwendung zu machen. Ja, oder Gruppensex für Monogamie. Aber man muss das verstehen. Es ist natürlich irgendwie logisch. Ja, sobald es ums Auto geht, drehen wir in Deutschland durch. Ja. Und Achtung jetzt, Triggerwarnung für Autofreaks mit schwachem Herz da draußen. Ich sage jetzt ein ganz schlimmes Wort. Ganz schlimmes Wort. Achtung. Tempolimit. Ja, da hat es jetzt dem einen oder anderen schon, ja, da hat es dem einen oder anderen draußen schon das gehamsterte Salatöl aus der Hand geschlagen. Weil das ist echt ein Reizthema. Und das kommt aber jetzt wieder auf den Tisch. Und warum? Weil Sprit sparen wäre ja grundsätzlich gut. Langsam fahren, verbrauchst du weniger Sprit, ist logisch. Einfaches Ding. Aber die Leute drehen bei dem Thema, da drehen die am Rad buchstäblich. Das ist meine Freiheit. Ich will mit 380 über die A8 brettern. Aber das hast du nur den alten Corsa. Scheißegal, ich will wissen, dass ich es könnte. Ich hab mich ein bisschen echauffiert, das tut mir leid. Ja. Aber da kommt so ein grundsätzliches Problem von uns Menschen durch. Klar. Alle schauen sich in der Welt um und kommen zum gleichen Ergebnis. Ja, es muss sich was ändern, aber doch nicht bei mir. So wie es jetzt ist, ist Kacke, aber wenn wir es anders machen, wird es bestimmt noch beschissener. Und beschissener ist beschissener als Kacke, dann lassen wir es lieber scheiße. Ja. Also meine Generation lehnt solche Fäkalverbalien. Tempolimit? Grundsätzlich, nein, das andere. Ach so. Diese weiche Masse. Also das lehnen wir ab und wir sagen stattdessen Exkrement. Ja? Damit ist die gleiche Verbe. Exkrement ist in der Bedeutung dasselbe. Aber es klingt eben scheißfreundlich. Ja. Aber nochmal zu dem Thema. Ganz ehrlich, autofreier Sonntag und Tempolimit. Das funktioniert nicht. Sowieso funktioniert nie was mit Verboten. Da macht man immer genau das Gegenteil. Man muss den Menschen eher was erlauben. Ja? Irgendwas, was cooler ist, als im Auto zu sitzen. Zum Beispiel, okay, ich habe ein paar Ideen. Sonntags dürfen alle Menschen kostenlos ins Kino und kriegen 3 Tüten Chips. Ja, das ist doch cool. Oder dafür, dass man zu Hause bleibt. Ich bin eine ganz gute Idee. Und zwar darf man am Sonntag mit seinem Nachbarn schlafen. Hm? Ja, dann bleibt man zu Hause. Oder man kombiniert das alles, ja. Du kriegst Kino und Chips und sonst und darfst mit deinen Nachbarn schlafen. Ja, komm. Wer will das denn nicht? Ich meine, viele Tankstellenketten haben ja schon auf den Spritpreisboom reagiert. Esso heißt jetzt mittlerweile SOS und total, total teuer. Keiner kann sich mehr leisten, alleine mit dem Auto unterwegs zu sein. Es geht nur noch zu viert. Einer lenkt, 3 schieben. Ja, tanken. Wirklich tanken, das ist ja so ein Thema. Ich meine, das beschäftigt uns ja alle. Ne? Tanken ist ja mittlerweile so teuer. Viele fliegen mit Ryanair zur Arbeit. Also mittlerweile, ich bin dazu übergegangen. Ich mache jeden Tag einfach neu den Führerschein und lass mich vom Fahrlehrer abholen. Ist so. Esso heißt das. Esso. Ah, Esso. Hallo. Ich persönlich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, da hat man sein Fortbewegungsmittel nicht getankt, sondern gefüttert. Nein. Früher war überhaupt vieles anders. Zum Beispiel auf Guidos Stuhl
habe seinerzeit ich gesessen. Und hier auf diesem Stuhl saß Oliver Welke. Kann mir irgendeiner sagen, was aus dem geworden ist? Übrigens, hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt auf RTL Plus, einfach hier klicken. Und für weitere Videos einfach hier oben klicken. Ganz einfach.